Nachdem das Netz empört auf das RTL-Statement im Eklat um Dieter Bohlen, 68, und Jill Lange, 22, reagierte, äußerte sich der Sender nun erneut. DSDS, Umgang mit Sexismus-Skandal macht Fans sauer. Muss sich bei RTL jetzt doch etwas ändern? Nachdem der Sexismus-Skandal um Dieter Bohlen und Kandidatin Jill Lange hohe Wellen schlug, meldete sich der Sender zu Wort. Jill hätte die Sendung jederzeit verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt, hieß es. Eine Aussage, die den ohnehin schon erzürnten Fans sauer aufstieß. So wütete ein User: Was ist das für eine dumme Rechtfertigung von RTL? Dass Jill jederzeit hätte gehen können. Das ist nicht der Job der Kandidatin, darauf zu achten, nicht gedemütigt zu werden, sondern ganz klar von RTL. Die Gemüter beruhigten sich nicht, denn kurz darauf stellte sich heraus, dass die besagten Szenen und der Spruch »Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?« aus der Sendung geschnitten wurden. Eine Reaktion, welche die Netzgemeinde erneut in Rage versetzte. Bei RTL scheint man mittlerweile gemerkt zu haben, dass der Umgang mit dem Eklat bei den Zuschauern nicht gut ankommt. Jetzt hat sich der Sender erneut geäußert und erklärt. DSDS, harte Konsequenzen für Dieter Bohlen. Eine Sprecherin erklärte gegenüber Bunte: Die aktuelle Staffel trifft aus unserer Sicht den angedachten Ton, der besagte Satz fällt aus dem Rahmen. Die Folge so als Preview auf RTL Plus zu stellen, war ein Fehler. Darum haben wir uns in enger Absprache mit Dieter Bohlen dazu entschieden, die Sendung in der TV-Ausstrahlung bei RTL ohne den entsprechenden Satz auszustrahlen. Doch das ist nicht die einzige Konsequenz, die gezogen wurde. Für Dieter Bohlen scheint es eng zu werden, erst wurden zwei seiner Konzerte abgesagt und nun tagte RTL zur Krisensitzung, mit unerfreulichen Ergebnissen für den Pop-Titan. Denn laut Informationen von Bild soll bei RTL darüber gesprochen werden, wie mit Dieters Sprüchen umgegangen werden soll. Der Pop-Titan selbst zeigte bisher keinerlei Einsicht. Und das ist nicht alles, auch über ein Statement, das sich klar von seinen Aussagen distanziert, sowie eine Entschuldigung des 68-Jährigen soll nachgedacht werden. Und, eigentlich soll eine eigene Sendung für Dieter im Raum gestanden haben, doch nach den aktuellen Ereignissen könnte die wohl auch wieder hinfällig sein. Fakt ist, Dieter Bohlen stellte klar, es habe keine Krisensitzung gegeben, und auch auf seine Tour würde er sich riesig freuen. Thank you.